eines schönen Tages im Minecraft-Universum. Bekam ich plötzlich Post. Ein lieber Brief von meinen Großeltern flatterte mir ins Haus. Ich öffnete den Brief. Lieber Enkel, wenn dich dieser Brief erreicht, dann sind wir zu alt, unser Stück Land weiter zu bewirtschaften. Bitte mache dich mit dem Atlas auf den Weg und erfülle uns und dir das, was wir nicht fertig bekommen haben. In Liebe, O und O. Gesagt, getan. Ich packte meine 7 Sachen und machte mich auf den Weg. Und endlich hatte ich das Ziel fast erreicht. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen kleinen Projekt bei mir, The Devil 34, ja. The Devil Goes Minecraft. Ja, und ich bin jetzt, wie ihr in dem vorigen Clip gesehen habt, ein wenig gereist. Bin jetzt kurz vorm Ziel und ja, hab hier nochmal kurz übernachtet sozusagen und werde jetzt, Moment, so, da rum und dann habe ich glaube ich hier, ja, der Ausgang mir verbaut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil ich habe nicht viele. So, die nehmen wir auch mit. Na, so. So, und dann lasst uns auf den Reise machen. Gut, also wir müssen hier irgendwie schräg runter. Und die Musik ist immer noch nicht... so. Ja, so ist es doch wesentlich besser. So, also so ein paar Sachen weiß ich, wie es geht. Ein paar Sachen weiß ich absolut nicht. Ich weiß mit Rechtsklick und so weiter, aber ja. Und irgendwie die Space-Taste oder diese, ja, wie auch immer Taste gehalten, dass du nicht untergehst. Aber mehr ist es einfach nicht wirklich, wie gesagt. Es ist neu. Alles neu. So, was haben wir denn hier? Strauß von. Aha, okay. So, muss ich jetzt. Okay, ich muss doch hier rüber. Ui. Ui, 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 ui. Knollen wird's. Ah, die nehmen wir mal mit. Laterne des Waldes. Na gut. Was ist das hier? Ah, Pilze. Ja, sollten wir auf jeden Fall einpacken. Nehmen wir auch mit. So. Au, 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 au. Was war denn das? Was hat mich denn jetzt? Huh?
Hirschhorn, Bärlapp, okay, das war's nicht. Keulenlinien, okay. Gut, dann gucken wir mal schnell auf den Atlas. Schon wieder in der falschen Richtung. Entschuldigung. Okay, also wir müssen in die, beziehungsweise ich muss in diese Richtung hier. So. Bin ich jetzt richtig? Ja. Ist gar nicht so einfach, sich hier irgendwie zurechtzufinden. Also jedenfalls ich nicht. Schwedisch. Okay. Und wo ist der jetzt? Aha. Ne. Okay. Strauch. Gut. Auch recht. Schon wieder falsch. Oh Mann. Halt. Was ist das hier? Muskatnuss. Ey. Okay, muss ich die irgendwie anders? Nee. Na gut. Geht nicht, warum auch immer. So. Zurück auf den Atlas. Jawohl. Fast richtig. Jetzt nochmal durch die Suppe hier durch. Gucken. Ja, so ein bisschen. So, jetzt probiere ich das hier nochmal mit. Keine Ahnung. Nein. Das geht auch nicht. Nee. Nee. Hm. Na gut. Fliegenpilz. Oh, lecker. Zurück zum Atlas. Okay. Jetzt bin ich hier und dann muss ich da runter. So. Ne. So, gucken, passt. Oder fast. Naja. So, was haben wir hier? Riesenbambus, wow. Ah, okay, also den kann man so ernten, okay. Und dann regnet es Bambus. Wow, okay, schon klar. Gut. Naja, ich denke, das reicht auch. Ich weiß ja auch noch nicht, was mich hier erwartet. Aber wenn wir mal sowas dabei haben, dann ja, ist es eigentlich auch mal nicht schlecht. So, jetzt müssen wir nur noch hier die Richtung gucken. Ja, so ungefähr. Eichensetzling, okay. Ja.
Sand. Gut. Nicht ungewöhnlich an Wasserläufen. Ja. Okay, hier ist irgendwas beleuchtet. Ah, okay. Ich komme der ganzen Sache näher. So. Hier so rum. Oje. Okay. Irgendwie sollte man mal hier Rasen mähen. Aha. Okay. Gemüseobstplantage. Okay. Was ist das jetzt? Spinnennetz. Naja, gut. Wir waren schon lange nicht hier. Oder wie auch immer. So, kriege ich das jetzt so kaputt? Oder probieren wir mal ein Werkzeug aus. Gut. Schön. Okay, da scheine ich nicht reinzukommen im Moment. Dann gucken wir mal, was hier ist. Zuckerrohrplantage, okay. Ah, okay. Ich komme so rein, aber das muss ja auch nicht... Okay, da steht der Zuckerrohr. Mhm. Ups, ins Wasser gefallen. Na gut. Und da scheint ja nichts drauf zu sein. Na gut. Gut, das mit den Spinnenweben, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das weiß ich leider nicht, wie ich hier. Ja, und hier hat Großvater wohl angefangen zu bauen. Was haben wir denn hier? Aha. Zwei Öfen, eine Werkbank und Aluminiumkies und Eisenerz. Okay. Und da steht noch eine Kiste. Ui. Mhm. Was haben wir hier? Erde, Erde, Erde. Akazienholz. Sand. Kies. Okay. Schnee. Na ja, gut. Wer weiß, ob wir es brauchen. Zaun. Zauntor. Bretter. Bretter. Kohle. Mhm. Ein Eisenbarren. Eine Kiste. Ne, zwei. Ein Eimer, was für auch immer. Eine Kartoffel. Neun Kartoffeln. Garagentür des Zimmermanns. Na ja, gut. Hammer des Zimmermanns. Materialien und du. Band 1. Tinkers Construct. Okay. Pflasterstein. Andesit. Okay. Verkle- Salz. Aha. Süßkartoffeln. Naha, fürs Häppchen. Wächst am besten in. Okay. Grünschiefer. Grünschiefer und... Ui, ein großer Rucksack. Okay. Nun gut. Das lassen wir alles mal da drin, weil ich noch nicht wirklich weiß, wie was, wie auch immer. Das packen wir aber mal da rein. Das habe ich schon gelernt. Gut, das bleibt das und das. Ja, die 12 Erde. Kann ich, glaube ich, damit reinpacken. Pilze packe ich mal hier runter und die Knollenwurz kommt hier rauf. Nur noch 10 Fackeln. Gut. Ja, dann werde ich, glaube ich, jetzt erstmal mein Bett hier aufschlagen. Wenn das hier irgendwie geht.
Jo, dann. Ich weiß nicht, ob man das dauernd mitnehmen muss oder. Okay. Ja, muss ich das dauernd mitnehmen oder kann ich das jetzt hier irgendwo. Schon wieder in die Spinnen. Gut, also wer weiß. Aha, da steht schon ein Bett. Wenn irgendjemand weiß, wie man diese Spinnenweben wegkriegt, dann wäre ich euch echt sehr verbunden. Ich kriege die Krise. Und ich weiß es leider noch nicht wirklich. So, da steht ein Bett. Na gut, dann lasse ich meins mal hier drin. Okay, da ist eine Treppe oder Leiter. Okay. Ja, da haben sich meine Großeltern doch ein schönes Stück Land gekauft. Schönes Panorama mit Wasser und Grillen. Naja, gut. Und da hinten, oh, was war denn da hinten? Gleich mal rübergelaufen. Haben sie sich da ein Steinpalast hingestellt oder Kupferkies? Okay. Okay, mit der Schaufel. Aha. So. Okay, den nehmen wir noch mit. Bäume scheinen wir hier auch ein paar zu haben. Aber ich weiß noch nicht, wie ich hier bauen soll oder wie auch immer. Baut man hier mit Holz oder baut man hier mit Kies oder mit Sand oder wie auch immer. Gut, hallo. Ui. Ja, so. Ja, genau das wollte ich. Ich wollte jetzt ein Vollbad nehmen. Okay. Okay. Ich sehe hier ist Kohle oder sowas. Steinkohle. Ah ja. Okay, ob das jetzt eine gute Idee ist, dass hier rauszuholen, weiß ich auch nicht. Okay, komisch, Dorit, aha. Was ist das hier? Nigmatit. Oder so irgendwie. Vielleicht spreche ich es auch falsch aus. So. Gut. Ne? Ja. Jetzt, wie gesagt, muss ich erstmal gucken, wie man diese Dinger hier ja, passiert hier noch irgendwas? Nö. Passiert auch nichts und oh.
Das war ein Schmetterling. Mist. Muss ich vielleicht näher rangehen? Es wird grau, okay. Ist das jetzt was Gutes oder... Oh, okay. Also gut, dann doch mit der Axt. Wahrscheinlich. Das ist auch die falsche Axt, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich kenne mich hier noch nicht wirklich aus. Das ist so ein bisschen mein Problem. Aber ich möchte ja dann auch irgendwann hier bauen und... Ja. Ups. So, nächstes Spinnenwebchen. Zack. Okay, die hinterlassen wohl auch nichts. Gut, dann... Ja, wo soll ich denn jetzt anfangen? Am besten hier mal Rasen mähen. Goldbartgras, okay. Ja. Schön, schön, schön. Was haben wir hier? Rutenhirse. Grasherstellung, grüner Farbstoff. Wuchsstadien 5. Aha. Naja, gut. Gucken wir mal, wenn wir das Ding wieder irgendwo einpflanzen. Vielleicht nicht gerade hier am Feld. Was dann passiert? Ups. Ach so rum. Okay. So, was haben wir hier? Stängelgarten. Okay. Aha. Wow. Schöne Bäume. Gefällt mir. Herbststamm. Hm. Zinnoberrote Herbstblätter. Wow. Jawohl. Das ist doch schön. So, was haben wir hier drüben noch? Ist hier noch irgendwas? Oh, Hilfe. Bleibt mir ja weg. Kusch. Mach es weg. Kusch. Du auch. Kusch, 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 kusch. Muss ich ja noch einen Zaun bauen. Naja. Oder kann man die angeln? Oder was kann man mit denen machen? Oh, was ist denn das? Wie war das? Das weiß ich zufällig. Da kann man irgendwie... Genau, draufhauen und dann kommt irgendwelches Gemüse raus. Haben wir gekriegt. Was haben wir jetzt gekriegt? Gurke. Okay. Jo, macht ja voll satt. Und die Zuckermelone? Naja. Gut. Okay, und jetzt geht's nicht mehr weiter. Warum das denn nicht? Naja. Gut, das muss ich erst noch rausfinden und ja. So, und was ist hier? Ups. Nein. Ah. Okay. Grünschiefer, okay. Ja, eine Fledermaus. Da haben wir dann wieder, wieder einen Schmetterling kaputt gemacht, okay. Kies.
Na gut, also das weiß ich zufällig, dass man halt Kohle für die Öfen braucht zum Beispiel. Und zum Kochen und zum dies und jenes. Also das, okay. Soweit ist klar. Nicht den, so den. Ups. Aha. Zu schnell. So. Grünschiefer Eisenerz. Wow. Tick, tick. Okay. Du tust mir nichts, sonst tue ich dir auch was. Nein, immer mit Rechtsklick. Ja, das vergesse ich halt immer noch mal wieder. Das ist echt ungewohnt. Klar, man könnte sich natürlich sicherlich jetzt auch die Tasten anders belegen, aber. Was haben wir hier? Dorit, okay. Gut. Grünschiefer, Grünschiefer. Gut. Halt. Und seht ihr nichts? Ich vielleicht auch nicht. Sehr cool. Voilà. Ja, gut. Also hier scheint auch nichts mehr zu sein. Grünschiefer? Nee. Okay. Rosengranit. Ui. Na, mal gucken. Mal testen. Man kann ja alles irgendwie in den Herd schmeißen. Und dann sieht man, das weiß ich auch, dann sieht man ja soweit, ob es irgendwas wird oder nicht. Ne? So, wo war die Tür da? Gut. Zu machen. Gut, dann will ich das mal ausprobieren. Ich habe jetzt, aha, noch eine Kiste, die habe ich gar nicht gesehen. Gut. Nichts drin. Da muss ich noch aufhacken oder wie auch immer. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare, je nachdem. Oder ich muss es mir halt einfach mal anlesen. Ja, okay. Das ist schon Kohle drin. Kann ich den hier reinschmeißen? Aha. Okay. Irgendwas tut sich. Grünschiefer, okay. Und kann ich diesen Rosengranit? Okay, der geht auch irgendwie. Zu Rosengranit oder Rosengranit-Pflasterstein. Na gut, dann lassen wir den Ofen mal machen. Aha, da ist auch Zeug drin. Den Pflasterstein, das Kupfer. Genau. Jetzt gucken wir mal, ob das ist, was ich denke. Oder halt auch nicht. Nee.
Kupfer, okay. Ja, gut. Ist in Ordnung. Aber Eisen müsste das sein. So, dann gucken wir mal in die Kiste. Aluminium und Eisen brauchen wir. Erde, Kupfer. Kupfer. Und Aluminium. Oder was hat Opa da drin in seiner Kiste? Eisen. Okay. Gut. Dann legen wir es da oben drauf. Der scheint fertig zu sein. Jawohl. Und dann gucken wir einfach mal, wie das hier aussieht. Gut, weg damit. So. Gucken wir mal. Das hier drauf. Ja. Genau so. Rosengranit, 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 Rosengranit. Okay. Was ist das denn für ein Blödsinn, wenn ich den dann da und... Also gut. Dann nochmal kochen. Oder backen oder wie auch immer. So. Dann haben wir jetzt 8 Eisenbarren. 9 Eisenbarren. Ja. Für was auch immer. Kurz mal ein wenig Rasen mähen hier. Gut. Der ist auch schon fertig. Sehr schön. So, wo ist der jetzt hin? Da. Okay, jetzt mal hier runter. Eine rosa Wand, okay, nee, danke. Also, ich weiß nicht, warum Opa da oder Oma diese Höhle da hatten oder diesen, wie auch immer. So. 4, was haben wir jetzt wieder? Pflastersteine. Okay. Legen wir mal ab unter PW, wie auch immer. Sand und Erde. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut und ich gucke mal, wie wir hier weiterbauen, wie wir hier, wie auch immer. Und dann werde ich mich noch einlesen, wie ich die Spinnweben wegkriege und damit möchte ich mich erstmal bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Ein Abo wäre traumhaft und würde mich tierisch weiterbringen. Und damit danke, macht's gut, ciao und tschüss.